Hallo Leute, mein Name ist Chaos und ich darf euch mal wieder zu einem neuen Let's Play begrüßen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, heute Let's Play Final Fantasy VIII. Ja, und damit gehen wir schon erstmal in ein neues Spiel und ich kann ja weiterreden, während im Hintergrund das Intro läuft. Ja, Leute, oh, was für ein Tag. Ich habe heute bestimmt 4 bis 5 Stunden damit verplempert. Alles wirklich so zum Laufen zu kriegen, dass das Let's Play auch wirklich gut aussieht. Beziehungsweise ich habe das habe ich eigentlich schon vor ein paar Tagen gemacht. Alles so eingestellt, dass es funktioniert. Und heute dachte ich mir, Mensch, es wäre doch mal eine gute Idee, nochmal vorher deinen Grafikkartentreiber zu aktualisieren. Ja, Leute, nee, war keine gute Idee. Absolut nicht. Denn danach hat mein Emulator und alles irgendwie nicht mehr funktioniert und ich habe wirklich heute 4,5 Stunden daran gesessen, das alles wieder hinzukriegen. Aber wie ihr seht, es hat funktioniert, alles klappt super, die Grafik sieht gut aus, der Ton und alles dürfte eigentlich auch stimmen. Und ja, dann können wir loslegen. So ein schönes Intro. Final Fantasy VIII, Leute, das Spiel ist so geil. Ihr müsst es spielen oder ja, mindestens mir beim Spielen zugucken und zwar von Anfang bis zum Ende. Ja, Final Fantasy ist eins meiner beiden wirklich absolut top, super geilen Lieblingsspiele. Ja, das andere wäre dann noch, ja, ist kein einzelnes Spiel, sondern ein Franchise und zwar das Metal Gear Franchise. Da ist es eigentlich schwer zu sagen, welches davon der beste ist, denn sie greifen eigentlich wirklich gut ineinander. Aber bei Final Fantasy ist es auf jeden Fall Final Fantasy VIII, der für mich der beste Teil ist. Ja, deshalb, ich werde mir ein wenig Zeit lassen für dieses Let's Play, um wirklich diesem Spiel zu würdigen. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Sidequests machen, das weiß ich nicht. Ich werde so die Hauptsidequests machen, wie zum Beispiel alle GF holen. Auch die, die man eben nicht im normalen Spielverlauf kriegt, wie zum Beispiel Kaktor oder Bahamut. Bei Eden muss ich es mir mal stark überlegen, ob ich es wage, Ultima Weapon herauszufordern. Aber ich gehe schon so sehr ins Detail, das werden die Leute gar nicht alles wissen, worüber ich hier gerade spreche. Zumindest die nicht, die Final Fantasy noch nicht großartig gespielt haben. Darauf werde ich später alles noch eingehen. Auf jeden Fall, ich werde mir wie gesagt Zeit nehmen für das Ganze. Habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor, denn ich will es ja nicht verschandeln durch meine blöden Kommentare. Ich hoffe, mir fällt immer wieder ein guter Spruch ein, sodass ich dann dieses Spiel im Endeffekt nicht durch meine blöden Let's Play-Sachen versaue. Nein, das möchte ich auf keinen Fall. So, wir können ja mal ein bisschen ins Intro eingehen. Der Typ, dem gerade die Stirn aufgeschnitten wurde, das ist Squall Leonard. Das ist unser Hauptcharakter. Der Typ, der ihm gerade die Stirn aufgeschlitzt hat, ist Sif Al-Maisie. Das ist quasi unser Erzrivale. Und dieses hübsche Mädchen, das da war, war Riona Hartilly. Und ja, die kommt erst später im Spielverlauf. Wir setzen hier gerade gleich an im Krankenhaus, nachdem wir von dieser Stirnverletzung dorthin getorkelt sind und uns behandeln haben lassen. So. Und da geht das Spiel los. Es sieht einfach wunderschön aus, Leute. Die Soundkulisse ist klasse. Dr. Kadowaki. Ah, Dr. Kadowaki. Bist du okay? Meine Stirn. Das ist kein Wunder. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. So, Leute, das mochte ich früher bei solchen Spielen, dass man den Namen frei auswählen konnte und so Mitglied, also mit seinem Namen Teil des ganzen Spiels werden konnte. Wir nehmen natürlich Squall, bleiben dabei, denn so ist es nun mal vorgesehen. Ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Sagen Sie das, Cipher. Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ich kann nicht einfach weglaufen. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen. Dein Ausbilder ist.
Christus Tweep. Ich werde ihr Bescheid sagen. Ja, da legt er sich hin. Sie sagt Christus Bescheid. Christus, hier ist jemand, den du abholen kannst. Ja. Die Verletzung ist nicht schlimm. Die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja. Gut, komm jetzt gleich. Ja, und wir ruhen uns aus. Doch da hinten kommt eine Person, die für das ganze Spiel noch wichtig sein wird. Squall, endlich sehen wir uns wieder. Hä? Wer ist das denn? Und da geht sie wieder. Naja. Ja, werden wir alles noch erleben. Hier kommt erstmal Christus Tweep, unsere Ausbilderin, und gleichzeitig auch ein Seed. So wie wir es auch werden wollen. Aber das kommt ja gleich erst noch. So, weiter in der Story. Diese Schritte klingen so unheimlich komisch. Ich weiß nicht, ob das der Emulator macht. Ich glaube schon. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Ja, na dann folgen wir doch mal. Ja, ich muss mich gleich erstmal am Anfang hier entschuldigen für meine wahnsinnig schlechten Synchronisationsfertigkeiten, Fähigkeiten, aber dafür bin ich bekannt. Aber ich werde so weitermachen, denn mir bleibt ja nichts anderes übrig. So, gerade nicht aufgepasst, was soll's? Nicht wirklich. Ach so, ja, sie freut sich, dass sie weiß, was Squall denkt und sich so in ihren Lieblingsschüler eingedacht hat. Komisch, nein, ich freue mich nur. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen. Ich denke aber nicht so primitiv. Dann erzähl mal. Erzähl mir mehr von dir. Das geht dich nichts an. Huhuhuhuhuhuhu. Ach ja. Ich liebe Squall mit seiner so weltverschlossenen Art, die er aber bloß am Anfang hat. Und ich liebe diese Videos, in denen man sich noch frei bewegen kann. Das ist einfach großartig. Echt toll. Ja, das, meine lieben Freunde, ist der Ballamp Garden. Im Ballamp Garden studieren wir Kriegskunst, nehme ich mal an. Denn wir sind ein Seed-Kadett, ein angehender Seed. Die Seed ist quasi eine Söldnereinheit des Ballamp Garden. Und da möchten wir unbedingt mit rein. Aber erstmal zurück die Schulbank drücken. Denn jetzt ist Schwertkampf-Lehrstunde für Fortgeschritten. So, weiter mit dem heutigen Plan. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Seed-Prüfung statt. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Oh, schade. Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Um 16 Uhr in der Eingangshalle. Die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Alles klar? Ja. Ach ja, Cipher. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Ja, da ärgerte sich zu Recht. Denn das war eindeutig Squalls Schuld. Wir sehen uns dann später. Und Squall, komm bitte her. Ich muss dich etwas fragen. Aber nein, da gehen wir noch nicht hin, denn wir zocken erstmal am Rechner, an unserem Schulrechner. Genau, der Schulrechner wird eigentlich bloß ganz zu Anfang jetzt benötigt. Und nicht mal unbedingt benötigt. Aber im Laufe des Spiels kann man immer mal wieder hergucken und es gibt tolle Lesepassagen zu lesen. Gerade später beim Schulkomitee hier, wenn dann Selfie bei uns beigetreten ist. Aber dazu später. Erst einmal gucke ich ins Nachschlagewerk, ins Tutorial. Dort steht neu dran. Es hat auch etwas damit auf sich, denn jetzt werden wir identifiziert und unsere GFs werden uns gegeben. Komischerweise, eigentlich müssten wir sie ja schon bei uns haben, aber erst hier bekommen wir sie. Das ist einmal der Donnervogel Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, tut mir leid. Genau, eine GF mit Blitzangriff, Blitzelement. Und einmal die Eisprinzessin Shiva.
Shiva schon bekannt aus mehreren Final Fantasies davor und aber auch danach. Ich glaube, Quetzalcoatl ist das hier das einzige Final Fantasy, in dem er jemals mitgespielt hat. So, es verweist noch aufs Tutorial, das wir im Menü haben, dort aber schnell wieder raus und auch ausgeloggt, denn hier brauchen wir nichts weiter. So, genau, GFs. Was sind GFs? Erstmal, das reicht. GFs sind so etwas wie die Bestia, die es schon in vorigen Final Fantasies gab. Nur, dass sie hier im Final Fantasy VIII im Vergleich zum 7er Teil sehr stark verändert wurden. Sie verbrauchen keine MP mehr, die Charaktere haben alle gar keine MP mehr. Sondern man muss sich mit ihnen anfreunden und sie haben quasi einen Cooldown, bis sie eingesetzt werden. Aber das zeige ich euch nachher am lebenden Beispiel. So, was habt ihr erstmal zu erzählen hier über Christus? Sei nett zu Frau Tweep. Okay, ihre Schwester sagt dazu: Es ist echt eine Ehre, von Frau Tweep gerufen zu werden. Und er hier, der Bruder der ganzen Clique: Du könntest ja wenigstens lächeln. Naja, wir sind in diesem Teil des Spiels noch nicht so der Typ, der so gerne lächelt. Deshalb so. Du musst noch in die Feuergrotte. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Ich wollte ja heute früh, nur Cipher kam dazwischen. Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Dann gehen wir jetzt zusammen hin.